So, guten Morgen. Wir kommen heute zu Teil D der Vorlesung. Das ist die Hamiltonsche Formulierung der Mechanik. Und die Frage stellt sich natürlich, nachdem wir die Newtonsche Formulierung hatten, hatten uns dann die Lagrange angeschaut, warum brauchen wir noch eine? Die Lagrange Formulierung, die war ja schon ziemlich schick. Da konnten wir einfach Wirkungen addieren oder auch Lagrange-Funktionen addieren und haben dann zusammengesetzte Systeme bekommen. Zwangsbedingungen waren ganz einfach implementiert. Was kann denn möglicherweise noch unser Ziel sein? Und die Antwort ist, wir haben eigentlich gar keine weiteren Ziele, was die Komplexität von Systemen angeht, die wir betrachten wollen. Und in der Tat ist die Bedeutung der Hamiltonschen Mechanik auch eine ganz andere. Also zuerst sollte ich Ihnen sagen, in der Lagrange-Mechanik, da haben wir eben eine Lagrange-Funktion, eine Funktion auf dem Geschwindigkeitsphasenraum oder technisch dem Tangentialbündel unserer Konfigurationsmannigfaltigkeit Q, die wir vorgeben und die bestimmt eben die Dynamik des Systems. Das haben wir jetzt ausführlich gemacht. Und ja, das war der Geschwindigkeitsphasenraum, aber man betrachtet in der Physik häufig, und vielleicht ist Ihnen das auch schon begegnet, den Phasenraum, da geben Sie den Zustand eines Systems. Was war nochmal der Zustand eines Systems? Auf dem Übungsblatt hatte ich das angedeutet. Der Zustand eines Systems sind all die Daten, sind die Informationen, die Sie benötigen, um eine eindeutige Lösungskurve zu bekommen, wenn Sie die Dynamik kennen. Also Anfangsort und Anfangsgeschwindigkeit sind natürlich die Punkte dieses Geschwindigkeitsphasenraums, das sind also die Zustände. Ja, also Sie können aber auch einen anderen Zustandsraum angeben, nämlich das Kotangentialbündel. Und das ist dann anschaulich gesprochen, ein Punkt im Kotangentialbündel hat dann, ist das Datum Position, also Ort und Impuls dazu. Und der Impuls war auf dem vorletzten Übungsblatt als Wumms eingeführt, um Sie nicht zu verwirren. Aber das ist natürlich der Impuls, das ist das Kotangentialbündel. Und die Hamilton-Mechanik, die findet jetzt einfach statt auf dem Kotangentialbündel. Und in der Tat, wenn ich Ihnen eine Lagrange-Funktion gebe, werden wir herausfinden, wie man aus einer solchen Lagrange-Funktion L diese grüne Hamilton-Funktion H konstruiert. Und die soll ja gefälligst alle Informationen enthalten, die auch die Lagrange-Funktion enthält. Und dann bekommen wir wieder eine leicht andere Formulierung. Jetzt könnte man sagen, naja gut, also um da jetzt nur irgendwie die Geschwindigkeiten durch die Impulse zu ersetzen, ist es das wirklich wert? Und die Antwort ist ja, das ist es wirklich wert. Ich habe das da auch wieder angedeutet. Während die Lagrange-Mechanik oder die Lagrange Formulierung sehr gut geeignet ist, um konkrete Probleme zu lösen. Na, diese Wägelchen, und Sie haben das Spiel der beiden Josephs gesehen und so, ja, da ist das alles super. Aber die Hamilton-Mechanik, diese Hamilton-Umformulierung, die ist für alles andere, was nicht praktisch ist, also für den Theoretiker ein Fest, ja, ist für alles andere, ist das die beste Formulierung. Zum Beispiel bekommen Sie darin das tiefste Verständnis für den Zusammenhang zwischen Symmetrien in einem System und Erhaltungsgrößen. Was ist die Geschichte von Symmetrien und Erhaltungsgrößen? Ja, wie so häufig ist das eine Geschichte, Sie sind in der Schule ganz schön belogen worden. Sie haben nämlich mit Sicherheit irgendwann gelernt, es gilt der Impulserhaltungssatz. Wer hat das in der Schule gelernt? Sehr schön. Es gilt der Drehimpulserhaltungssatz. Ja, auch jemand gelernt? Ja? Ja, okay. Es gilt der Energieerhaltungssatz. Das sind alles Lügen. Das ist alles gelogen. Auf jeden Fall in dieser Absolutheit ist es eine Lüge, denn der Impulserhaltungssatz, der gilt nämlich nur in Systemen, in denen Translationsinvarianz gilt. Wo also, wenn Sie das System verschieben zu einem anderen Punkt, wo da das Potenzial zum Beispiel gleich bleibt. Ja? Und in der Tat, ich nehme jetzt wieder das berühmte Kreidestück hier, Impuls der Kreide in Bezug auf unser Bezugssystem hier, ich höre, 0, super, genau. So, jetzt lasse ich das gehen und dann fällt es bis hierhin, Impuls, naja, irgendwas. Und dann lasse ich es weiterfallen, Impuls noch größer, richtig? Und je länger ich es fallen lasse, bis es aufdotzt, wird der Impuls immer größer. Ja, wie? Ich dachte, es gilt der Impulserhaltungssatz.
Der Punkt ist, im homogenen Schwerefeld, wenn Sie von hier nach hier gehen, ändert sich das Potential nicht. Das System ist translationsinvariant in dieser Richtung und translationsinvariant in dieser Richtung. Aber in dieser Richtung sind wir im homogenen Schwerefeld natürlich nicht translationsinvariant. Und in der Tat, wenn ich jetzt die Kreide werfe, ja, hier Parabelflug, was ist denn bei diesem Parabelflug? Bei diesem Parabelflug ist doch, wenn Sie jetzt nur auf die Koordinate geschaut hätten, da fliegt das doch gleichförmig, richtig? Und nur in der Z-Richtung ist es ja beschleunigt. Und deswegen gibt es auch die Parabel. Korrekt? Ja, eben. In der Richtung gilt nämlich der Impulserhaltungssatz in diesem System und in der Richtung gilt der Impulserhaltungssatz nicht. Und man kann das auch im Lagrange-Formalismus zeigen. Das ist das sogenannte Noether-Theorem. Aber im Hamilton-Formalismus ist das Noether-Theorem ein Nullzeiler. Sie brauchen es überhaupt nicht hinzuschreiben. Es ist direkt klar, dass dieser Zusammenhang besteht, dass zu jeder Symmetrie eines Systems auch eine Erhaltungsgröße gehört. Und dazu werden wir in den nächsten Vorlesungen kommen. Und das ist eine ganz tiefe Sache, denn stellen Sie sich mal vor, Sie machen jetzt Quantenmechanik. Und in der klassischen Mechanik haben Sie natürlich noch eine Anschauung von Ihren Systemen. Aber diese Strukturen, die gehen eins zu eins durch in die Quantenmechanik. Und da haben Sie für Ihre Quantensysteme keine richtig gute Anschauung mehr. Aber der Zusammenhang zwischen Symmetrien und Erhaltungsgrößen, der bleibt. Das heißt, das muss man verstehen, wenn man in der Quantenmechanik die Grundlagen allein nur verstehen möchte. Deswegen ist es ganz wichtig, und das sehen Sie im Hamilton-Formalismus. Das war das Erste. Zweitens, qualitative Lösung. Ich hatte das, glaube ich, ganz am Anfang mal angedeutet gehabt. Wenn ich Ihnen jetzt ein ganz kompliziertes System gebe, dann sind Sie jetzt in der Lage, die Lagrange-Funktion aufzustellen, ja, mit Zwangsbedingungen. Und Sie haben schon beim Doppelpendel gesehen, das ist so ein ziemlicher Otschi. Ja? Also wenn Sie das alles hinschreiben, das ist ein Riesending. Und wir sind ja auch davor zurückgeschreckt, da jetzt irgendwie was lösen zu wollen. Das kann man in Grenzfällen und so, und das will man auch manchmal. Aber die Frage ist doch, könnte ich einfach diese Lagrange-Funktion anstarren und sagen, naja, also so wie die aussieht, das System wird so ungefähr das und das und das und das machen. Also wenn Sie das können, würden Sie Ihre Kommilitonen wahrscheinlich für ein Genie halten und ich auch. Wenn Sie allerdings die Lagrange-Funktion in die Hamilton-Funktion umrechnen und Sie malen sich diese Hamilton-Funktion auf über Ihre Niveaulinien auf dem Impulsphasenraum, dann brauchen Sie diese Niveaulinien nur noch anzustarren, das Bild, und dann sagen Sie, ach so, das System, das wird sich so und so und so etwa entwickeln. Also eigentlich auch genau entwickeln, aber weil Sie sich einfach nur hinmalen, so ja, das läuft da so irgendwie so rum. Das heißt, sobald Sie diese komplizierte Lagrange-Funktion in die nicht minder komplizierte Hamilton-Funktion umrechnen, ist sie allerdings in einer Form, haben Sie sie so lange massiert, dass Sie drauf gucken können und Sie erkennen eigentlich die ganzen Eigenschaften des Systems, auch die Bewegung des Systems, qualitativ sofort. Und das ist natürlich super Theorie, wenn Sie gar nicht mehr besonders viel rechnen müssen, um überhaupt zu wissen, was vor sich geht. Ja? Und das kann nur Hamilton. Also das ist eigentlich, also das finde ich das Schärfste an dieser Formulierung. Ja, ja gut, und das Vierte, das ist so ein Studentenargument, ja, ad hominem. Im Endeffekt in der theoretischen Physik 2, theoretischen Physik 3 und theoretischen Physik 4, die Sie ja alle hören dürfen, also in der Elektrodynamik, der Quantenmechanik und der statistischen Physik, überall wird diese Hamilton-Formulierung wieder ihren zentralen Auftritt machen. Das heißt, das müssen Sie verstehen, das ist ganz integraler Bestandteil der gesamten Formulierung der Physik, wie wir sie heute haben. Okay, also das zur Motivation. Also es stimmt, die Lagrange-Funktion ist für die praktischen Dinge, aber die Hamilton-Funktion und die ganze Hamiltonsche Formulierung, da erkennen Sie Dinge, die sind bei Lagrange immer noch verborgen. Okay, so, wir gehen es allerdings langsam an. Mit der heutigen 18. Vorlesung, Legendre-Transformation.
Die Legendre-Transformationen sind auch so ein Thema. Ich könnte Ihnen in einer Zeile hinschreiben, wie man die Hamilton-Funktion aus der Lagrange-Funktion bekommt. Und dieser einen Zeile gebe ich dann den Namen Legendre-Transformation und dann geht es weiter. Allerdings ist es mit der Legendre-Transformation auch so, die Legendre-Transformation taucht in allen möglichen Bereichen der Physik und der Mathematik auf. Und es gibt einen Grund, warum die immer wieder auftaucht. Und statt Ihnen einfach die Legendre-Transformation hinzuschreiben, erkläre ich Ihnen den Grund. Und das ist mir so wichtig, weil es wieder in der statistischen Physik eine riesengroße Rolle spielt, zum Beispiel. Das ist mir so wichtig, dass wir heute die ganze Vorlesung darauf verwenden. Auf der anderen Seite ist das auch so eine kleine Vorlesung zum Durchatmen. Okay. Sie wollen es härter. Okay. Okay. Also erster Abschnitt ist, also es handelt sich hierbei wirklich, um was ich jetzt vorgebe, um eine allgegenwärtige, schnöselig ubiquitäre, ja, Fragestellung in der Physik und eben nicht nur dort. Und auf den ersten Blick mag das eine etwas komische Fragestellung sein, aber ja, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Also die Frage ist die folgende. Kann man die Information, die in einer Funktion, und wir machen es mal gleich ganz einfach, wir nehmen uns nur eine Funktion klein l, die von r nach r geht. Also hier, das können Sie in der Schule unterrichten, so kurz nachdem Sie die Ableitung eingeführt haben. Kann man die Information, die in einer Funktion l kodiert ist, und diese Funktion l, Sie wissen, was das ist, da nehmen Sie ein kleines Element hier raus aus dem Definitionsbereich und bilden das ab auf einen Funktionswert, die in einer Funktion nach dem Schema einer Stelle im Definitionsbereich wird ein Funktionswert zugeordnet. Das ist ja die übliche Art und Weise, wie Sie eine Funktion verstehen. Da gibt es Stellen im Definitionsbereich und zu jeder Stelle gibt es einen Wert, richtig? Das ist eine Funktion. Aber kann man die Information, die da drin steckt, stattdessen, das ist jetzt die Frage, kann man die stattdessen auch nach dem Schema, und jetzt kommt's, ich male Ihnen gleich ein Bild, nach dem Schema nicht Stelle wo, sondern nach dem Schema Steigung der Kurve, wird abgebildet auf einen modifizierten, und wie modifiziert müssen wir uns dann überlegen, auf einen modifizierten Funktionswert kodieren. Also, etwas präziser, in einer anderen Funktion, also dieses modifizierte Funktionswert ist in einer anderen Funktion, und die nennen wir mal ganz unschuldig klein h, die soll aber auch, also in diesem einfachen Kontext, von r nach r gehen, aber da interpretiere ich halt, die Stellen von h sind schon die Ableitungen der ursprünglichen Kurve, ich schreibe es gleich hin, da wird irgendwie h von p zugeordnet, wobei diese p's, die einzelnen p's hier drin, die kriege ich als die Ableitung der Kurve an den verschiedenen Stellen. Also dieser Raum hier ist die Menge aller p's, die ich aus den Stellen bekomme, indem ich die Ableitungen an den Stellen nehme. So, auf den ersten Blick ist das eine ziemlich verquaste Frage. Wer kommt auf sowas? Und die Antwort ist, auf sowas kommt der Herr Legendre. Der Herr Legendre hat sich darum Gedanken gemacht und wir schauen uns jetzt die von ihm entdeckten Legendre-Transformationen an. Legendre-Transformation. Und die Idee ist, dass H ist, jetzt schreibe ich noch nicht hin, also die Legendre-Transformationen. Und wir müssen jetzt genau überlegen, was wir hier eigentlich gefordert haben. Wir haben gefragt, ob man die Information, die da drin steckt,
in so eine Funktion packen kann. Was bedeutet denn das? Na, das bedeutet, wenn wir so eine Funktion hingeschrieben haben, dürfen wir keine Information verloren haben. Wenn wir das so machen würden, dass wir Information verlieren, hätten wir unser Ziel verfehlt. Und und wir müssen eben schauen, was heißt, woran stellen wir fest, dass wir keine Information verloren haben, wenn wir aus dem L ein H konstruieren. Ja, wenn wir aus dem so konstruierten H das L wieder rekonstruieren können, dann haben wir offensichtlich genügend Information mitgenommen gehabt, richtig? Genau. So, und dazu gibt es ein schönes Bild und das ist jetzt die Idee. Okay, also die Idee ist auch gleichzeitig nochmal die Formulierung des Problems. Also was haben wir? Wir haben hier so ein System, da sagen wir mal, stehen hier die Vs, das sind die Stellen der Funktion und hier tragen wir die Funktionswerte L von V auf. Okay? So, na gut, dann nehmen wir uns jetzt mal einfach so eine Funktion L daher, na, hier das gelbe L, und malen jetzt mal dieses L von V als Graph ein und es gefällt mir, jetzt mal so eine Funktion zu nehmen, so eine konkave oder konvexe, je nachdem, wie rum Sie es definieren, so ein Ding. So, das ist Information, denn Sie wissen, bei welchem V-Wert es welchen Funktionswert gibt. Das ist Information, darin kann ich Ihnen einen Liebesbrief kodieren oder so irgendwas. Ja, da ist Information. So, jetzt ist die Frage, was ist diese Geschichte mit der Steigung? Die Frage ist die folgende, mal angenommen, oder umgekehrt gefragt, welche Information H von P bräuchte ich denn, um aus der Steigung an dieser Stelle beispielsweise, also wir gehen mal zur Stelle V, und da kann ich ja die Steigung bei V angucken, und das ist natürlich die Steigung dieser Tangenten, richtig? Schon wieder hier so ungeschickt gemalt. Ha. Na gut, okay. Ist die Steigung dieser Tangenten. Welche Information brauche ich, um diesen Funktionswert zu rekonstruieren, wenn ich die Steigung kenne? Naja, zum Beispiel, wenn ich die Steigung kenne, bräuchte ich die Information, wo diese grüne Tangente die Y-Achse schneidet. Also ich bräuchte hier den Y-Achsenabschnitt. Denn wenn Sie diesen Y-Achsenabschnitt kennen, ich habe es ein bisschen klein gemalt, ja, wenn Sie diesen Y-Achsenabschnitt kennen und Sie kennen diese Steigung, dann können Sie ja diese grüne Tangente wieder malen. Okay, also eine Möglichkeit wäre, dieses H, das wir konstruieren wollen, als diesen Y-Achsenabschnitt hier, ich habe es leider ein bisschen klein gemalt, H von P, wenn P die Steigung hier ist, also H von P zu definieren als diesen Y-Achsenabschnitt. Jetzt sagen Sie ja, Moment, das ist ja alles schön und gut, wenn Sie den haben und Sie haben die Steigung, dann kriegt man die ganze Tangente, aber ich weiß ja noch lange nicht, wo der Punkt der gelben Kurve zu liegen kommt. Ja? Also ich ersetze jetzt die Information, statt V und dem Funktionswert an V, weiß ich jetzt den Y-Achsenabschnitt und die Steigung, dann kriege ich aber diese ganze Tangente. Ja, das stimmt, aber es interessiert uns ja nicht nur ein Punkt, sondern wir könnten ja auch noch einen anderen Punkt so konstruieren, nämlich zum Beispiel den hier. Da gibt es dann hier die Steigung und die hat dann hier unten den Y-Achsenabschnitt. Ja, hat dann hier diesen Y-Achsenabschnitt. Ich nenne das mal H von P quer, wenn das hier die Steigung P quer hat. Also das da war die Steigung, ich meine mal so stellvertretend das Steigungsdreieck ein, P. Und jetzt erkennen Sie schon, was hier los ist. Aha, wenn Sie da jetzt das für die ganze Kurve konstruieren, Sie können natürlich aus der gelben Kurve immer fragen, was passiert, wenn ich die Tangente in einem Punkt anlege, was ist der Y-Achsenabschnitt. Und wenn Sie sich das merken zusammen mit der Steigung, dann kriegen, und Sie machen das für alle Punkte, dann kriegen Sie hier so die einhüllende. Ja, stellen Sie sich das mal vor, Sie machen das jetzt wirklich hier für alle Punkte.
sehen Sie, dass Sie so eine Einhüllende bekommen. Und wenn Sie diese Einhüllende hinmalen, dann wissen Sie ja wieder, wie das aussieht. Sie kennen doch diesen Witz. Da kommt das Kind nach Hause und sagt, Mama, 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 die Kinder sagen alle, ich habe einen viereckigen Kopf. Und dann sagt die Mutter, nein, mein Kind, du hast keinen viereckigen Kopf, sei schön brav, du hast keinen viereckigen Kopf. Ja? Das ist genau die Legendre-Transformation. Sie nehmen die Hand und fahren über etwas drüber, das ist meine Tangente, Sie fahren so drüber und machen die Einhüllende. Also immer, wenn Sie irgendwie sagen, da war irgendwas, ja, und Sie machen so eine Handbewegung, da ist immer vollständig klar, was eigentlich die Form war, obwohl Ihre Hand ja flach war. Das ist genau diese Einhüllende. Ne? Ich kann sagen, da ist so eine Kurve. Ja? Das ist die Legendre, ja, Sie haben das richtig gesehen, genau. Ja. Das genau ist die Legendre-Transformation. Okay, also das ist wirklich was aus dem Leben, dass man so drüber fährt und damit eine Form beschreibt. So, und das kommt laufend vor und das ist diese Aufgabenstellung. Und jetzt wollen wir daraus extrahieren. Ach so, wir sollten uns natürlich fragen, kann das überhaupt für jede Funktion gut gehen? Okay. Frage. Kann man ein solches H für jedes L, für jede Funktion L überhaupt bestimmen? Und die Antwort ist nein, denn schauen Sie sich mal folgenden Kandidaten an. Wir könnten ja zum Beispiel eine gelbe Funktion haben, die so funktioniert. So. Und dann sehen Sie, dann gibt es an der Stelle gibt's eine Steigung. Und dann kriegen Sie hier das H zu dieser Steigung. Aber genau die gleiche Steigung, ach, das war jetzt wieder, ja, mach hier noch eine. Ja, genau die gleiche Steigung, die kriegen Sie hier wieder. Das ist jetzt die gleiche Steigung, aber die hat hier einen anderen Y-Achsenabschnitt. Das heißt, für das gleiche P, für die gleiche Steigung P, würden Sie zwei verschiedene Funktionswerte H von P nehmen müssen. Ja, dann ist die Funktion H mehrwertig. Ja, also in dieser Konstellation, hier wäre die Funktion H mehrwertig. Und das ist dann natürlich keine Abbildung mehr. Ja, deswegen geht es für solche gelbe Funktionen nicht. Ja, was ist denn die offensichtliche Bedingung, dass keine Steigung zweimal vorkommt? Bitte? Stetigkeit. Ja? Näher? Nö, die ist doch stetig, oder? Die ist stetig. Ja? Monotonie ist gut. Ja, aber auch das, gucken Sie mal, hier funktioniert es. Monoton fallend, null, monoton steigend, auch nicht richtig, oder? Es ist in der Tat Konvexität, es darf keine Steigung zweimal vorkommen. Sie müssen sicherstellen, dass L2' ungleich 0 ist für alle V. Das heißt also, wenn es überall ungleich 0 ist, ist es entweder überall positiv oder überall negativ, denn es kann ja nicht durch die 0 gehen, okay? Für eine differenzierbare Funktion oder zweimal differenzierbare Funktion. Und es bedeutet, dass die Steigung immer steigt. Und wenn die Steigung immer steigt, ist sie niemals zweimal die gleiche, richtig? Wenn etwas immer weiter, genau. Und das heißt, diese Bedingung hier, die könnte man die Konvexitäts- oder Konkavitätsbedingung nennen. Das kommt darauf an, ob es größer oder kleiner 0 ist. Aber das ist die Bedingung, die Sie auf eine Funktion L offensichtlich brauchen, damit dieser Trick mit der Einhüllenden funktioniert. Okay. So, das hat sich der Herr Legendre ausgedacht. Und jetzt ist das natürlich, sind das alles schöne Bilder, aber wir müssen das jetzt natürlich irgendwie in Formeln übersetzen. Aber das ist auch ganz einfach. Wir malen uns das Bild einfach nochmal hin und schauen drauf und dann wird es klar.
Aber gibt es Fragen soweit? Ist die ungefähre Idee dessen, was wir tun wollen, klar? Ja? Ja, das habe ich drunter geschrieben. Ich will ja, dass diese zweite Ableitung überall ungleich Null ist. Und das kann, wenn sie das ist, ist sie natürlich an Mann, ist sie entweder überall positiv oder überall negativ. Denn ansonsten müsste sie ja irgendwann durch die Null durchgehen. Und in dem einen Fall sieht die Funktion halt so aus und im anderen Fall sieht die Funktion halt so aus. Ja? Gut, das ist alles, was ich damit meine. Genau. So, jetzt müssen wir das in Formeln übersetzen. In Formeln. So, also nochmal. Wir haben hier unsere ursprüngliche Information gegeben durch eine Funktion L von V. Und jetzt versuche ich hier ein bisschen besseres Bild zu malen. Das ist die Funktion L. Und wir schauen uns jetzt an die Steigung an irgendeinem Punkt klein v. Also wir gucken, konzentrieren uns auf das kleine v. Und an dem v kennen wir den Funktionswert L von v. Und wenn wir das für jedes v kennen, liegt die Information auf dem Tisch. Aber jetzt kommt unser Programm. Wir möchten diese Information umwandeln, möchten sagen, nein, wir möchten es umwandeln in die Information, die wir haben. Wenn wir die Steigung an dieser Stelle angucken, diese Steigung, die nennen wir mal P, ist die Steigung an der Stelle V. Naja, und das ist natürlich die Ableitung L' der Funktion L an der Stelle V. Na klar, ist ja die, so dieses P von V, mit dem P von V meine ich natürlich dieses Steigungsdreieck, ja? Delta Y durch Delta X, das ist die Steigung. Und jetzt möchte ich gucken gehen, wo schneidet denn diese Tangente die Y-Achse, also die L von V-Achse. Und das nenne ich H von P. Diese Länge nenne ich H von P. Ja gut, jetzt muss man eigentlich nur noch eine Hilfslinie einmalen, dann ist alles klar. Ich male mal hier diese Hilfslinie noch ein. Und jetzt wissen wir eigentlich, was die Länge dieser Hilfslinie ist, nämlich V. Na, die Länge dieser unteren blauen Hilfslinie, die ist V. Was ist denn die Länge dieser, jetzt geben wir die Farben aus, was ist denn die Länge dieser gelben Hilfslinie hier? Ich höre. Ja, L von V minus H von P. Richtig? Kann man einfach ablesen. Die Länge minus die Länge. So. Ja, und jetzt wissen wir aber doch, alles klar, unser P, unsere Steigung der Tangenten, die ist doch klarerweise Delta Y durch Delta X. Die ist also der Quotient aus L von V minus H von P durch V. Richtig? Das muss doch, dieses Verhältnis muss doch stimmen. Okay, schön. Das ist das, wie man die Legendre-Transformation in der Mathematik meistens definiert und wie man sie auch in der Thermodynamik definiert. Jetzt ist es nun aber so, dass man ja dieses H von P, Sie haben sich vielleicht gewundert, ja gut, Sie können natürlich den Y-Achsenabschnitt nehmen, also Sie könnten ja auch den fünffachen Y-Achsenabschnitt nehmen, Sie könnten auch eine andere Achse einziehen und es dort angucken, Sie könnten auch erst spiegeln und sich dann dort angucken. Warum so? Warum genau so? Und die Antwort ist, ist eine Konvention, das machen wir so und dann gilt diese Formel. Aber eine Konvention, die in der Mechanik besonders geeignet ist, ist die, dass ich diese Länge, die nenne ich nicht H von P, sondern diese Länge, die nenne ich minus H von P. Warum? Ja, weil ich es darf. Ich will ja dieses H von P erst konstruieren
Und ich definiere diese positive Länge als h minus h von p. Aber Sie sehen, das hätte ja genauso gut hier unten drunter landen können. Dann wäre das negativ und dann wäre minus h von p wäre positiv, wäre h von p positiv. Okay? Also dieses Vorzeichen hier, lassen Sie sich nichts anderes einreden, das ist pure Konvention. Und diese Konvention ist ganz praktisch für unsere Belange und deswegen wählen wir die. Okay? Damit ist das keine schlechtere und keine bessere Geschichte. Das Einzige, was dann passiert, ist, dass Sie hier natürlich ein Plus bekommen und hier bekommen Sie auch ein Plus. Richtig? Ist ja klar, denn Sie haben ja jetzt minus h von p eingesetzt. Steht minus minus h von p, das gibt dann dieses Plus. Das ist alles. Das ist dieses Ding. Ja, und jetzt können wir natürlich was tun. Wir können jetzt ganz einfach das auflösen nach h von p. Denn das h von p, das wollen wir ja bekommen. Daraus folgt, ja gut, was passiert? Sie bringen das v rüber, p mal v, und dann ziehen Sie noch das l von v ab. Ja, und dann haben Sie das h von p. Okay, aber auf der rechten Seite, da steht jetzt p und dann steht da v und l von v. Was haben denn, hat denn das v mit dem p zu tun? Naja, dieses p hier, das ist die eine Gleichung, die Sie brauchen. Aber das p können Sie auch noch auf eine andere Art und Weise ausrechnen, nämlich über seine Definition als Ableitung an die gelbe Kurve. Das heißt, Sie haben diese Gleichung ja auch noch. Und was Sie gerne machen würden, damit das da wirklich eine Funktion nur von p ist, Sie müssen diese Gleichung benutzen, um dieses v und um dieses v auszudrücken durch das p. Benutzen, um v als Funktion von p zu schreiben. Ich schreibe das mal so salopp dahin. Hier, was müssen Sie denn dafür tun, wenn Sie eine Funktion p von v gegeben haben, das da rechnen Sie ja einfach aus, was müssen Sie tun? Ja, Sie müssen die Umkehrfunktion finden, richtig? Das heißt, Sie müssen die Umkehrfunktion, p ist ja l', Sie müssen ja die Umkehrfunktion von l' finden. Wann gibt es denn eine Umkehrfunktion einer Funktion? Was muss die Funktion sein? Muss bijektiv sein. Surjektiv kriegen wir sie immer. Müssen wir einfach nur den Zielbereich beschränken. Und das Wichtigste ist die Injektivität. Die Funktion muss injektiv sein. Was heißt denn injektiv? Kein Funktionswert kommt doppelt vor, richtig? Das ist injektiv. Ach, wie schön, L' muss injektiv sein, aber L' ist ja überall größer 0 oder überall kleiner 0. Das heißt, es steigt immer weiter an. Das heißt, das, was wir eben schon ausgeschlossen haben, wo wir gesehen haben, das geht schief wegen Mehrwertigkeit, ist hier wieder genau das Gleiche. Diese Mehrwertigkeit, die wir im Bild gesehen haben, die käme jetzt für diese Funktion h von p rein, wenn das da nicht, wenn das L' nicht injektiv wäre. Aha, also benutzt, um das zu machen, und das geht, falls L Doppelstrich von V ungleich 0 für alle V. Ah, super, das haben wir vorher schon mal gesehen, jetzt sehen wir es schon wieder analytisch. Das heißt, in diesem Fall können wir das umformen, können wir das auflösen nach V von P und setzen das dann hier ein und das Ergebnis aus den beiden gekastelten Formeln ist dann h von p gleich p mal v von p minus l von v, wie es eben von p abhängt. Ich habe eine Frage. Ja. Ja. Nein. Die Ableitung muss injektiv sein. Richtig, eine gute Frage. L ist die Funktion, aber was umkehrbar sein muss, ist die Ableitung, nicht die Funktion. Und genau, und die Parabel ist nicht injektiv, aber die Ableitung der Parabel, die ist injektiv. Klar? Das ist eine sehr gute Zwischenfrage, weil man hier genau darauf achten muss, welche Funktion, L oder L'. Genau. So, und das Ding heißt H heißt die Legendre-transformierte
transformierte von L. Immer hier ans über den Kopf streicheln denken, ne? Das ist genau das. So, dazu gibt es dann natürlich die obligatorische Anekdote über Legendre. Der Legendre, der war, und so kannte ich das auch noch, das Gesicht aus einem Buch, über 200 Jahre abgebildet in irgendwelchen Enzyklopädien, weil der hat einiges gemacht hat. Der hat auch Legendre, Polynome und lauter solche Sachen gemacht. Und der war über 200 Jahre abgebildet. Und so alt ist der Projektor. Was ist denn da los? Ah, kommt so langsam. Der war also abgebildet in allen möglichen Büchern und der sah so aus. Können Sie es sehen? Ja. Na? So. Und das ist so ungefähr der langweiligste theoretische Physiker und Mathematiker, den Sie je gesehen haben, oder? So sieht er aus. Und im Jahr 2005 hat man herausgefunden, das ist überhaupt nicht Legendre. Das ist er nicht. Ja? Also der Mann heißt auch Legendre, aber der heißt offenbar Louis Legendre. Und das war ein französischer, unbedeutender Politiker. Ja? Nein, ich ziehe jetzt keine Vergleiche. Ja? So. Und das hat man tatsächlich erst 2005 rausgefunden und ist dann auf die Suche gegangen nach einem richtigen Bild für Legendre. Ja? Das ist ja schon irgendwie peinlich. Und man hat auch eins gefunden, aber tatsächlich gibt es nur ein Aquarell, und zwar irgendwie Französische Akademie der Wissenschaften oder sowas, die hatten noch ein Aquarell in so einem Buch von 73 Fakultätsmitgliedern und so. Und es ist tatsächlich, kein Witz, ist das einzig erhaltene Porträt des Mathematikers Legendre. Und ich weiß nicht, ob das gut rüberkommt. Also der guckt, also das ist leider so ein bisschen wegen der Vergrößerung, also der guckt da wirklich ganz, ganz böse. Ja? Also das muss kurz vor der Entdeckung da gewesen sein. Ja? Also, gut. In Wirklichkeit habe ich Ihnen die Folien ja nur gezeigt, das ist ja ein bisschen atypisch für mich, weil heute die Evaluation ansteht, das gebe ich Ihnen nachher. Und da steht ja auch hier bei 6.1 der Einsatz von Medien, Overhead-Projektor. Ich bin vorbereitet. So, okay. Legendre-Transformation. Da sind wir, das haben wir. Gut, so, jetzt gebe ich Ihnen einfach mal ein Beispiel und Sie werden am Beispiel sehen, das ist kinderleicht. Sie haben noch nie so etwas Leichtes gemacht wie eine Legendre-Transformation. Und ich sage es Ihnen auch gleich, der gelbe Übergang hier, na, dieses Vermitteln zwischen Lagrange-Funktion und Hamilton-Funktion ist eine Legendre-Transformation. Wir haben das hier für eine Funktion einer Variablen gemacht. Allerdings übersetzt man nicht alle Variablen, von der das L abhängt, die Lagrange-Funktion. Die wird nicht bezüglich aller Variablen Legendre transformiert, sondern nur bezüglich der letzten D-Vielen, also der Geschwindigkeiten sozusagen, nicht bezüglich der Orte. Da kommen wir gleich drauf. Braucht Sie im Moment noch nicht zu interessieren. Nur das ist die Motivation, warum wir das tun. Und ich bin Ihnen noch etliches schuldig. Ich bin Ihnen noch den Beweis schuldig, dass Sie, wenn Sie aus dem L dieses Ding konstruieren, gleich kommt das Beispiel, dass Sie dann aus dem H auch wieder das L zurück, also rekonstruieren können. Und wenn wir das aber können, das zeige ich Ihnen natürlich gleich, wie das geht, dann haben wir gesehen, hey, in diesem H von P, so obskur das ist, steckt die gleiche Information wie in dem L von V. Ja gut, dann haben wir da unser kleines intellektuelles Spielchen beendet. Aber das ist auch gerade der Witz, wenn wir es hier anwenden. Wir wollen ja, dass in der Hamilton-Funktion die gleiche Information steckt wie in der Lagrange-Funktion. Ja? Gut, aber jetzt machen wir erst ein Beispiel und dann machen wir und dann zeige ich Ihnen noch die Rücktransformation und dann werden Sie auch sehen, dieses Minuszeichen, wenn ich das weggelassen hätte, dann hätte die Rückwärtstransformation hier ein Plus. Aber wenn ich das Minuszeichen hier hinschreibe, dann hat die Rücktransformation, die sieht ganz genauso aus.
Das heißt, sie machen immer das Gleiche und sie, wenn sie also zweimal Genre transformieren, kommt wieder das Ursprüngliche raus. Ja, ist ja auch was Hübsches. Das geht so, so, ja, genau. So wie mit minus 1 multiplizieren. Ja. Zweimal gemacht sind sie wieder zurück. Und deswegen habe ich dieses Minuszeichen dahin definiert. Das erspart Ihnen das Lernen einer Formel. Das ist doch nett, oder? Gut. So, also Beispiel. Also, es sei gegeben eine Funktion L von V und jetzt sagen wir mal ganz unschuldig, die soll sein m halbe V Quadrat. Ja? M ist einfach irgendeine Konstante, ja? Das soll sie natürlich an die kinetische Energie erinnern. Und das kleine L soll sie natürlich an das große L erinnern. Das ist klar, aber wir haben hier keine Lagrange-Funktion, keine Hamilton-Funktion, weil wir hier nur Funktionen einer reellen Variablen haben und so. Aber das ist die Essenz, das ist der Kern der ganzen Sache. Wenn Sie das verstehen, verstehen Sie sofort, was ich nächstes Mal hinschreibe. So, Sie haben dieses Ding und Aufgabe, zum Beispiel im ersten Teil der Klausur ist, bestimmen Sie die Legendre-Transformierte von L. Bestimmen Sie die Legendre-Transformierte von klein l. Lösung. Okay, was müssen wir tun? Als erstes müssen wir uns das p von v verschaffen. Also, erster Schritt. P von v ist definiert als, das ist der erste Kasten. Na, wir haben hier, also der erste Kasten, zweiter Kasten, hinten ist ein dicker Kasten. Also der erste dünne Kasten, P von V, ist L' von V. Ah, L' von V ist M mal V. Einfach ableiten, klar? Ah, P von V ist M mal V. Naja, wenn Sie so sagen. Zweitens. Ich muss jetzt dieses P von V, das sind hier dieser bifurkierende Pfeil hier, ich muss jetzt das P von V auflösen nach V. Oder Umkehrabbildung davon. Ja gut, also das machen wir jetzt im Kopf. Ja? Also wenn P gleich M mal V ist, dann hängt V von P ab als P durch M. Alle einverstanden? Ich kann nach V auflösen in Abhängigkeit von P. Gut. Warum konnte ich das? Na, weil die Ableitung L' von V, die ja jetzt nur linear war in dem Fall, weil die natürlich umkehrbar ist. Ja, die Gerade wird zu der Gerade. Spiegelung einer Winkelhalbierenden ist die Umkehrfunktion. So, also wir haben das P von V ausgerechnet. Wir haben die Umkehrung gemacht. Ja, und dann ist der dritte Schritt, wir schreiben einfach ganz frech das H von P hin nach Maßgabe ja, des zweiten Kastens, aber wir ersetzen das V durch ein V von P, also nach Maßgabe dieses Kastens. Das ist also P mal V von P minus L von V von P. Na gut, aber das können wir ja einsetzen. Was ist V von P? Ist P durch M, das ist also P Quadrat durch M minus L von P, nochmal, V von P ist P durch M und das muss ich jetzt einsetzen statt dieses Vs. Also ist M halbe und für V setze ich ein, was hier steht, P durch M. Klammern zum Quadrat. Na gut, was kommt da raus? Das ist P Quadrat durch M minus P Quadrat durch 2M. Ah, das ist P Quadrat durch 2m. Das ist das H von P. Also wir würden jetzt natürlich bei so einer ganz einfachen Matheaufgabe natürlich nie physikalisch drüber nachdenken, aber wenn wir es jetzt trotzdem täten, wenn das jetzt der Lagrangien wäre in einer Dimension und das wäre irgendwie die Geschwindigkeit, ein halb mv Quadrat, ne, Lagrangien gleich kinetische Energie, offensichtlich gibt es hier keine potenzielle, ja, wo soll es auch herkommen, es gibt ja gar keine Ortsvariable, wir gucken ja hier nur auf die Geschwindigkeitsvariablen. Aber wenn wir sagen, das ist die kinetische Energie, okay, und was ist dann dieses H von P?
ist p Quadrat durch 2m. Was hat p Quadrat durch 2m mit der kinetischen Energie zu tun? Ist auch die kinetische Energie, wenn p der Impuls ist. Aha. Aha. Das heißt also, wenn das, was mit unserer Mechanik zu tun haben sollte, dann wäre das die Lagrange-Funktion, vielleicht t minus v, das konnte man gerade nicht, also Potenzial konnte man gar nicht hinschreiben, aber dann haben wir hier diese Hamilton-Funktion, würde man das dann nennen, das wäre dann auch die kinetische Energie, aber nur wenn p der Impuls wäre. P der Impuls, wieso denn p der Impuls? P ist doch die Ableitung der Lagrange-Funktion nach dem v. Ach so, stimmt ja. So habe ich es ja auf dem Übungsblatt definiert, oder? Ich nehme die Lagrange-Funktion und leite die ab nach den hinteren d vielen Einträgen. Oder in Vulgärformalismus nach den Geschwindigkeiten. Und was kriege ich? Die Impulskomponenten. Ah, passt also alles zusammen, vielleicht, wenn wir es nachher noch richtig hinschreiben. Okay? Also das ist jetzt natürlich rein suggestiv, wenn Sie das so durchrechnen, sagen Sie, ja, wenn das p der Impuls wäre. Also wenn Sie sich fragen, warum man den Impuls, wie auf diesem Übungsblatt, das ich Ihnen gegeben habe, definiert als Ableitung der Lagrange-Funktion nach den hinteren d vielen Variablen, nach den Geschwindigkeiten vulgär formuliert, da haben Sie Ihre Antwort. Denn in der Legendre-Transformation produziert Ihnen das hier die Hamilton-Funktion, das ist nämlich auch die kinetische Energie. Und ich verrate Ihnen an dieser Stelle, obwohl ich Ihnen das jetzt noch nicht gezeigt habe und wir es auch noch gar nicht so hingeschrieben haben, dass man es wirklich sagen könnte, wenn ich das nachher wirklich für die Lagrange-Funktion mache und hier T minus potenzielle Energie groß V, dummerweise heißt die auch groß V, also groß Phi sagen wir mal, ja, T minus Phi, Phi potenzielle Energie hinschreiben, steht da T minus Phi, aber wenn Sie das hier unten machen, steht wegen dieses Minuszeichens, wird das Minus dort zum Plus und dann steht hier T plus Phi. Oder T plus V als potenzielle Energie. T plus V ist aber die Gesamtenergie. Kinetische plus potenzielle Energie. Während also das kommt alles noch. Ich will es Ihnen nur vorweg sagen, was dieses Minuszeichen da oben alles für wunderbare Sachen produziert. Denn wenn die Lagrange-Funktion die mysteriöse Größe kinetische minus potenzielle Energie war, was soll ich mir darunter vorstellen? Warum ist denn kinetisch minus potenziell interessant? Naja, kommt halt so raus, dass das Newtonsche Axiom dann ergibt. Aber wenn Sie zur Hamilton-Funktion übergehen, da kriegen Sie die Summe, dann kriegen Sie die Gesamtenergie. Und in der Tat ist die Hamilton-Funktion, hat eine physikalische Interpretation, das ist nämlich die Gesamtenergie des Systems. Okay? So gehört das alles zusammen und hier an dieser unschuldigen, an diesem unschuldigen ersten Kästchen Ableitung der Lagrange-Funktion oder dieses kleinen L nach dem V, da kriegen Sie den Eindruck, warum man den Impuls so definiert, wie man ihn definiert. Okay, aber da sind wir nicht. Ich habe jetzt hier gesponnen, ich habe da jetzt drauf geguckt, wie man vielleicht in der Forschung auf was drauf gucken würde. Man hat irgendeine vage Idee und schreibt dann Sachen hin und sagt, dann schreibe ich mal ein Beispiel hin, das so aussieht wie irgendwas, was ich nachher vielleicht will und dann fängt man an, Dinge zu beobachten. Dann sagt man, ja, passt. Ja? Gut, das ist unser Beispiel. Eine typische Frage, die aufkommt, also eine Frage, die ich Ihnen immer noch schulde, ist, was passiert denn, wenn ich jetzt nochmal rückwärts gehe, komme ich nochmal beim L raus, wenn ich das H habe, kommen wir nach der Pause dazu. Aber vor der Pause noch eine andere Frage. Ja, Sie können ja sagen, das ist ja alles schön und gut. Sie definieren ein H von P als P mal V minus L von V, oder hier. Als H von P ist P mal V von P minus L, mal V, L von V von P. Irgendwie, dass man diesen hinteren Term braucht, L von V von P, das ist irgendwie klar, denn die Information in L, die soll ja ins H nochmal rein. Was wäre denn, wenn man diesen ersten Term da oben auf der rechten Seite wegließe? Warum nicht alternativ zur Legendre-Transformation H dämlich von P definieren als L oder von mir aus auch minus L, ist mir auch egal, von V von P. Dieses V von P, und das P kriege ich ja doch wieder aus der Ableitung, so irgendwie müsste doch hier drin, müsste doch auch Information stecken. Das tut es ja auch, die wird da drin kodiert. Das Problem ist nur, Sie würden jede Funktion, also zum Beispiel das kleine Kind, aber mit normal großem Kopf und das große Kind mit auch normal großem Kopf, die hätten beide die gleiche Einhüllende.
Also wenn Sie da jetzt die Legendre-Transformation durch Handauflegen und drüber streicheln machen, ja, Patsche, 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 Händchen, ja, hier die, na, mit der Hand so drüber fahren, ja, dann würden Sie ja hier immer die gleichen Steigungen bekommen, ja, und wenn Sie das so definieren, dann gäbe das da auch nicht den y-Achsenabschnitt, sondern lediglich den Wert von L für eine gegebene V in Abhängigkeit von der Steigung, aber da könnten Sie gar nicht diese Kurve hier, also diese Kurve, könnten Sie gar nicht von dieser Kurve unterscheiden. Die sind verschieden als L-Kurven, aber wenn Sie sich überlegen, das Ding hätte die, oder zumindest mal eine, die genau oben drüber liegt, Entschuldigung, der große Kerl steht hinten dran, ja, eine, die genau oben drüber liegt und die gleiche Form hat, hätte dasselbe H. Bei so etwas verlieren Sie also die Information, wie hoch die Kurve liegt. Okay? Also das wird häufig, wenn Sie irgendwie ein Forschungsprojekt machen und irgendwie kommen Sie auf Umwegen dazu, sowas machen zu müssen und Sie erkennen nicht sofort, au, ist mal wieder die Legendre-Transformation, die gefragt ist, kommt man sehr schnell auf so eine Idee, aber da geht Information verloren. Ja, und da oben nicht, aber diesen Beweis schulde ich Ihnen immer noch, dass da war jetzt nur ein kleines Gegenbeispiel. Ich würde sagen, wir machen Pause. Nein, lassen Sie es folgendermaßen machen. Ich teile Ihnen jetzt die Evaluationsbögen aus und dann gebe ich Ihnen Zeit bis um 19:45, das sind 20 Minuten. Da können Sie Pause machen und den Bogen ausfüllen. Und geben den aber bitte bis allerspätestens 20 nach wieder hier vorne ab. Was mit denen geschieht, ist natürlich, gucke ich es mir an, aber dann gebe ich sie weiter. Die werden dann eingescannt, irgendwie global, digital und tralala. Und dann werden die ausgewertet und dann wissen wir, wie es ihnen geht. Okay? Und ich möchte Sie bitten, an der Evaluation teilzunehmen. Das ist für uns eine wertvolle Rückmeldung, also sowohl was das Positive wie das Negative angeht. Sie dürfen sich hier verewigen. Aber vielleicht holen Sie sich auch einfach, oder ich gebe es gerade noch durch. Bitte schön. Jeder nur einen Bogen. Gut, also wir hatten die Legendre-Transformation und jetzt machen wir noch die Legendre-Transformation rückwärts. So, also ich hatte Ihnen ja gesagt, ich war Ihnen noch den Nachweis schuldig, dass wenn Sie einmal Legendre transformiert haben und haben aus dem L von V das H von P gemacht, wie ging das nochmal? Na, Sie hatten ein L, eine Funktion L von V gegeben und wir hatten daraus im ersten Schritt ein P konstruiert, ein P von V, nämlich einfach, indem Sie die Ableitung von L bilden und das ausrechnen. Im zweiten Schritt haben Sie das umgekehrt, zu einer Funktion v gleich v von p, ja, Umkehrung zu. Und im dritten Schritt haben wir dann gebildet h von p definiert als p mal v, wie es von p abhängt aus Schritt 2, minus l von v von p. Und ganz selbst murmelnd müssen Sie das auswendig lernen und nie wieder vergessen. So. Und jetzt war aber die Frage, okay, wir haben also aus einer Funktion L eine Funktion H gemacht. Das konnten wir machen. Da steckt mit Sicherheit Information von L drin. Die Frage ist, steckt da nur Information von L drin? Ja, selbstverständlich. Wir haben das ja rein aus L konstruiert. Aber die Frage ist, steckt da auch alle Information aus L drin? Und das wollen wir jetzt einfach mal überprüfen. Und ja, wie überprüfen wir, ob wir alle Informationen haben? Ne, wir versuchen wieder von hier, wenn die gegeben ist, versuchen wir wieder zu dieser L-Funktion zurückzukommen. Irgendwie auf Teufel komm raus. So, und jetzt hatte ich Ihnen zwar schon verraten, Sie machen einfach die Legendre-Transformation nochmal, nur jetzt eben auf das H von P statt auf das L von V angewandt. Aber wir wollen das natürlich gleichzeitig beweisen, was da geht. Wir spielen also einfach mal ein bisschen damit rum und machen Beobachtungen. So,
Ja, was könnte man zum Beispiel machen? Naja, wir haben hier irgendwie abgeleitet dieses L. Also wenn man da irgendwie zurückkommt, vielleicht muss man das H ja auch wieder ableiten, um irgendwie den Weg rückwärts zu gehen. Weiß ich nicht genau, wir können es ja einfach mal probieren. Wir nehmen einfach das H und rechnen aus H' von P. Warum? Oh, ableiten können wir alle, das probieren wir mal. So, jetzt weiß ich aber, dass H von P so definiert ist und jetzt muss ich H' von P machen. Das heißt, ich leite das Ding ab nach P. Was kommt denn da raus? Naja, da habe ich hier ein P und da ein P und da ein P. Gut, wir sind ja Profis inzwischen. Hier das erste P machen wir Produktregel. Das ist nach dem ersten P abgeleitet. Da kommt raus V von P, nämlich einmal V von P. Dann haben wir aber hier Produktregel. Da kommt ein Plus und dann kommt ein P. Und dann das V von P muss nach P abgeleitet werden. Das ist natürlich ein V' von P. Das ist dieser erste Term nach P abgeleitet. Einverstanden? So. Und jetzt leiten wir den hinteren Term noch nach P ab. Das ist dann Minus. Ja, da müssen wir erstmal das L, die äußere Ableitung machen. Aber L ist eine Funktion einer Variablen. Die wird also L'. Na, Sie wissen, das ist nicht die Ableitung nach P, es ist einfach die Ableitung von L, der Funktion L, L' von V von P mal, und jetzt innere Ableitung, V' von P. Sieht doch gut aus, oder? Einverstanden? Gut. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen rumgespielt. Das ist aber ein komplizierter Ausdruck. Ah, aber das L' von V und damit auch das L' von V von P, das ist ja gerade wieder, was wir als P definiert hatten. Das kann ich da einsetzen. Ah, dann ist ja das gegen das geht dann ja weg. Und was kommt dann raus? Das heißt, schreibe ich die Gleichung andersrum auf, V von P gleich H' von P. Ah! Das ist der Aha-Moment Nummer 1. Wenn ich also dieses H von P nehme und leite das nochmal ab, da kriege ich das V zurück. Und das ist ja super, denn bei dem L, wenn ich das abgeleitet habe, bekam ich das P. Und wenn ich das H ableite, dann kriege ich wieder das V zurück. Also das sieht schon mal super aus. Ja? Also ich kann mit dem H so umgehen wie mit dem L, aber statt dann durch das Ableiten das P zu konstruieren, konstruiere ich damit dann das V. Okay. Ja. Ja gut, was kann man denn noch machen? Naja, wenn man das so abgeleitet hat, mal gucken, was ich da gemacht habe. Da formt man wahrscheinlich einfach wieder die Definitionsgleichung um. Ah ja, das ist das eine. Aber das andere ist, wir wollen ja diese Schritte hier emulieren. Die Frage ist, kann ich denn dieses V von P wieder nach P umkehren? Kann ich quasi das P daraus ausrechnen? Umkehrung P als Funktion von V. Hier habe ich V als Funktion von P, kann ich ausrechnen, P als Funktion von V. Wir wissen ja, falls was, wann kann ich das umkehren? Wann kann ich das da umkehren dazu? Ja, und was war die technische Bedingung? Bitte? Zweite Ableitung von H, genau. H Doppelstrich von P muss jetzt ungleich 0 sein. Das müssen wir wieder fordern. Okay? Gut, und dann drittens, ja gut, dann nehme ich mir einfach nochmal die Definitionsformel her da unten und stelle die mal um nach L von V. Drittens, umformen ergibt L von V gleich P von V mal V minus, wir nehmen das H rüber, H, aber ich setze gleich das P von V ein. Ach so, wir sind fertig. Das heißt, wenn Sie das H gegeben haben, leiten Sie es ab, definieren dadurch das V. Sie wissen, dass das stimmt, wenn das H so gebildet wurde. Dann kehren Sie das um und dann rechnen Sie das L aus dem H auf diese Art und Weise aus. Und wenn Sie da genau drauf gucken, das sind genau die gleichen Formeln wie vorher, nur dass V und P vertauscht sind.
und L und H sind gleichzeitig vertauscht. Oder andersrum ausgedrückt, das, was ich vorher mit dem L von V gemacht habe, habe ich jetzt mit dem H von P gemacht. Nämlich eine Legendre-Transformation. Ich habe es also zweimal hintereinander gemacht und bin wieder zurück beim L von V, wo ich gestartet bin. Und da das funktioniert, habe ich keine Information verloren gehabt, sonst wäre ich ja nicht mehr zum Ausgangspunkt zurückgekehrt. Bitte. Ja, das ist richtig. Also der Ausgangspunkt ist ja meistens der, Sie haben ein L gegeben und sollen das H ausrechnen. Oder Sie haben das H gegeben, sollen das L ausrechnen. Ich schreibe das so hin, weil Sie ja damit der Situation konfrontiert sind, zu überprüfen, ob das beim H geht. Das heißt, da würden Sie es nachprüfen. Ihre Frage ist jetzt aber, wenn ich schon weiß von dem L, dass ich dorthin komme, kann ich das hier ausrechnen? Ja gut, was müsste man machen? Man müsste das hier nochmal ableiten. Und da muss man ein bisschen aufpassen, ob ich hier vorher kürzen darf. Das darf ich nämlich wahrscheinlich einmal abgeleitet. Doch, das müsste gehen. Ich habe einmal abgeleitet, habe ich die Funktion. Da würde dann rauskommen V' von P. Und das dürfte nicht 0 sein. Aber wenn V', das heißt V von P dürfte nicht konstant sein. Aber wenn V von P konstant wäre, dann hätte es, wenn dann, also V von P konstant wäre, dann hätte es niemals als Umkehrung dieser Funktion kommen können, weil eine Konstante ja diesen Graphen hat und die Umkehrfunktion die Spiegelung an der Winkelhalbierenden wäre. Das wäre diese Funktion und das ist ja gar keine Funktion. Ja, aber x hoch 3 hat nicht überall zweite Ableitung ungleich 0, oder? Bei der 0 zum Beispiel. Also Sie meinen von dem V? Ja, ja, genau. Das kann sein, dass V nicht nur eine Stelle gleich 0 ist. Das ist richtig. Aber dann haben Sie das Problem, ja, Sie haben recht, nur dann haben Sie das Problem trotzdem. Sie reden also von sowas. Aber wenn ich jetzt die Winkelhalbierende nehme, gibt das dann das typische Wurzelproblem Dingsbums. Dann haben Sie hier immerhin unendliche Steigung und das ist auch schlecht. Okay? Also das sind jetzt alles schnelle Ideen zu überlegen, warum, wenn Sie von hier gekommen sind und das eine Funktion war und das die Umkehrung ist, warum V' von P eigentlich nirgendwo 0 werden kann, ohne dass diese Funktion als L' irgendwo ein Problem bekommt. Ich denke, es ist immer so, dass wenn Sie von hier gestartet sind und dieser Schritt ging, dass der Rückschritt immer gehen muss, insbesondere, dass das wahr sein muss. Kann man wahrscheinlich ein paar Zeilen nachrechnen. Ja? Nee, größer gleich 0 reicht auch nicht. Sie müssen sich überlegen, dann könnte es ja zum Beispiel irgendwo ein Plateau geben. Und dieses Plateau, da hätten Sie auch an verschiedenen Stellen die gleiche Steigung und würden dann immer wieder, ach so, Sie meinen, Sie treffen immer wieder den gleichen Y-Achsenabschnitt? Ändert sich nicht. Ja, nee, aber es gibt ja trotzdem mit der Umkehrung dann ein Problem, oder? Ich glaube, es ist richtig so. Es ist richtig so. Also auf jeden Fall, wenn das in einem ausgedehnten Bereich konstant wäre, das kann ich, nee, das ist nicht, kann nicht sein. Bitte sagen Sie es nochmal. Ja. Wenn was einen konstanten Anstieg hätte? Also wenn jetzt zum Beispiel die L-Funktion stückweise gerade wäre. Ja gut, wir können es ja, rechnen wir es einfach nach. Okay, also Sie sagen, okay, also Beispiel, Sie fragen, gibt es die Legendre-Transformation von L von V gleich Alpha mal V, richtig? Zum Beispiel.
Okay, ja, was müssen wir machen? Wir müssen unser P von V, ne, erster Schritt, ist definiert als L' von V, das ist Alpha, einverstanden? Dann müssen wir die Umkehrabbildung machen, wir müssen das nach V auflösen durch in Terms der Ps und das geht nicht. Zweiter Schritt geht nicht. Und in der Tat, da ist ja die zweite Ableitung, das war natürlich der Hintergrund Ihrer Frage, jetzt verstehe ich, was Sie meinen, ist natürlich 0. Und das darf halt nicht sein, denn Sie sehen, da kann ich ja nicht mehr nach V auflösen, wüsste ich gar nicht mehr, was V ist. Okay, ich glaube, das Beispiel beantwortet es. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das sind nur in einigen Bereichen, so ist gut, aber das reicht ja. Ne? Also das wäre dann nicht überall, das da ist ja die Aussage, es muss ungleich 0 sein für alle P. Und hier für alle V. Okay, also es stimmt, wie es da steht. Beispiel zeigt es. Okay, gut. Ja, jetzt können wir nochmal, das war jetzt so ein Beispiel, aber jetzt rechnen wir nochmal ein Beispiel für die Rücktrafo. Was hatten wir? Wir hatten am Anfang L von V gleich m halbe V Quadrat und da hatten wir eben ausgerechnet, dann ist H von P ist P Quadrat durch 2m, richtig? Das hatten wir. Ja, und jetzt machen wir das nochmal mit dem H von P als Beispiel Rücktransformation. Also H von P gleich P Quadrat durch 2m. Erster Schritt, jetzt wird das V definiert als Ableitung H' von P. Und das ist natürlich P durch m. Okay. Zweiter Schritt ist die Umkehrung. Da kriegen Sie P von V gleich m mal V, auch klar. Dritter Schritt ist dann die explizite Konstruktion von L von V aus diesen Daten. Das ist dann V mal P von V, aber das ist ja m mal V, minus die H-Funktion. Minus die H-Funktion. Und da muss ich jetzt aber für das P das mv einsetzen. Also mv in Klammern zum Quadrat durch 2m. Und das macht natürlich mv Quadrat minus, nee, ich habe es eingesetzt, Entschuldigung, minus, m geht gegen dieses m, bleibt ein übrig, m übrig, mv Quadrat halbe. Und das ist natürlich wieder ein halb mv Quadrat. Und in der Tat, das war das L von v, mit dem wir gestartet sind. Also am direkten Beispiel sieht man sofort, dass das funktioniert. Ja? Und die Fragen, die Sie eben gestellt wurden, sind die Bedingungen auch vielleicht zu scharf oder nicht? Da kann man sich Beispiele konstruieren und dann sieht man, dass der Weg irgendwo zusammenbricht, wenn man die angegebenen Bedingungen verletzt. Gut, also Fazit ist zweimal Legendre bringt Sie wieder zurück. Fazit, die Legendre-Transformation ist Ihre eigene Inverse, da verwirre ich Sie wahrscheinlich. Legendre-Transformation zweimal ausgeführt. Ergibt wieder die Ausgangsfunktion. So, also es könnte ja kaum einfacher sein und Sie sehen, das Schwierigste bei der Legendre-Transformation ist hier diese Umkehrung. Alles andere ist entweder ableiten oder einsetzen und hier müssen Sie einmal die Umkehrfunktion finden. Es war in dem Fall jetzt besonders leicht und das ist aber noch der schwierigste Schritt eventuell. So, okay, so das waren jetzt Legendre-Transformationen einer Variablen. Und jetzt sprechen wir noch kurz über Legendre-Transformation mehrerer Variablen. Also Legendre-Transformierte, sollte ich sagen, Transformierte von Funktionen mehrerer Variablen. Ich mache Ihnen das einfach am Beispiel für eine Funktion von zwei Variablen und daraus wissen Sie, wie es dann für alle geht. Ja? Also am Beispiel
von Funktionen L haben wir sie genannt, L von R2 nach R. Also es sind wirklich nur mehrere Variablen hier im Definitionsbereich, es sind immer noch reellwertige Funktionen. Schauen Sie mal, Sie können jetzt entscheiden, in welcher Variable Sie die Legendre-Transformation durchführen. Ich sage mal, streng genommen gibt es für ein, jetzt mache ich es doch wieder ein bisschen allgemeiner, L von R hoch N nach R, 2 hoch N verschiedene Legendre-Transformationen. Und Sie müssen sagen, welche Sie davon wollen. Eine davon ist allerdings gleich die Funktion selbst, also sind es 2 hoch N minus 1 verschiedene. Und jetzt machen wir mal wirklich das Beispiel N gleich 2 und dann wird alles klar. Also ich nehme eine Funktion L und die soll, das hier ist natürlich so Kurznotation, die soll abhängen von 2 Variablen, V1 und V2. Und wir haben jetzt unsere 3 verschiedenen, also 2 hoch 2 minus 1 verschiedene Legendre transformierte. Nämlich, ja, was können Sie denn machen? Also Sie können ein H bilden, aber jetzt könnte ich ja entscheiden, diesen Algorithmus von eben, diese Definition, nur auf die erste Variable V anzuwenden. Und die zweite Variable V2, die lasse ich einfach, wie sie ist. Ich könnte aber auch den Algorithmus gleichzeitig oder hintereinander, das macht keinen Unterschied, anwenden auf die erste und die zweite Variable. Oder ich könnte ihn anwenden nur auf die zweite, aber nicht auf die erste. Dann habe ich 3 Stück. Und ich könnte ihn auf gar keine anwenden, das ist diese minus 1, also die vierte, aber dann habe ich ja nichts gemacht. Okay? So, ich muss nicht also entscheiden, ich habe also nicht jetzt zu so einer Funktion von 2 Variablen, habe ich nicht mehr ein H, sondern ich habe ein H, ja, nein, ein H, nein, ja und ein H, ja, ja. Und damit meine ich, erste transformiert, zweite nicht transformiert. Erste nicht transformiert, zweite transformiert. Erste transformiert und zweite Legendre transformiert. Okay? So, ich schreibe Ihnen gerade hin, wie die definiert sein sollen. Dieses H, ja, nein, das hängt dann ab von einem P1, aber immer noch vom V2. Warum? Naja, ich will ja nur das transformieren. Und das ist wie folgt definiert. Das ist dann P1 mal V1 von P minus L von V1 von P1, Entschuldigung, hier muss auch P1 stehen, und hier steht V1 oben, V1 von P1, V2. Und wenn Sie da ganz scharf drauf gucken, ist das genau die Formel von eben, nur dass dieses V2 wie das fünfte Rad am Wagen einfach dabei steht und mit dem ist einfach gar nichts passiert und nur mit der ersten Variable, die wurde ersetzt. Das V1 wurde ersetzt durch ein P1. Okay? Und wie war das P1 in dem Fall definiert? Ja, Gedanken, pop, 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 pop. Wobei P1 von V1 und V2, das ist der Witz, das ist zwar ein P1, aber das hängt von beiden anderen ab, denn es ist ja definiert als die Ableitung des Ls nach dem ersten Eintrag von V1, V2. Aber wenn Sie das L, das von V1 und V2 abhängt, nach dem ersten Eintrag ableiten, dann ist das Ergebnis ja immer noch eine Funktion von V1 und V2, richtig? Das heißt, wir ersetzen zwar das V1 durch ein P1, aber dieses P1 hängt durch V2 und hängt von V1 und V2 ab. Ist völlig klar, das ist einfach genau das, was wir eben hingeschrieben haben, nur dass das L, dass wir quasi den zweiten Eintrag ignorieren. Wir können sowas machen und sowas nennt sich die Ja-Nein-Funktion.
Legendre-Transformation von dieser Funktion L von zwei Variablen. Okay? So, was können wir ansonsten machen? Wir können jetzt noch die Nein-Ja-Legendre-Transformation angucken. Da wird nämlich das V1 beibehalten, das steht da einfach gelangweilt rum. Dann kommt hier ein P2. Ja, wie ist das gemacht? Na, jetzt muss ich das alles mit P2 machen. Das ist also P2 mal V2 von, schauen Sie mal, hier habe ich nämlich, habe ich einen schönen Fehler gemacht. Das P1 hängt von V1 und V2 ab, aber wenn Sie das jetzt umkehren, werden Sie auch erwarten, dass, wenn Sie das nach V1 auflösen, dass das V1 auch abhängt von P1 und V2. Das heißt, hier muss noch P1 und V2 muss da rein. Ist klar, das kommt von dieser Umkehrung. So, und hier ist jetzt natürlich genauso P2, V2. Aber das V2 kriegen wir natürlich, weil wir das P2 als die zweite Ableitung, also analog zu hier, ausrechnen. Das wird nämlich V2 von V1 wird es abhängen und von P2. Minus L von, da bleibt wieder das V1 da drin stehen, Komma, V2, nach dieser Umkehrung, von V1 und P2. Klammer zu. Also kurz gesagt, Sie machen einfach wirklich nur die Legendre-Transformation entweder nur auf die erste Variable bezogen und nur auf die zweite und eben nur wegen der Definition des P's als Ableitung von der Funktion von zwei Variablen ist die Umkehrung, hängt von mehr Parametern ab. Ist eigentlich völlig klar, oder? Das können Sie ja mal im konkreten Fall, können wir es ja nachher mal machen. So, jetzt kommt aber noch die Ja-Ja-Legendre-Transformation, die also beide Variablen V1 und V2 ersetzt durch P1 und P2. Und da muss man diesen Term, der immer P mal V, den muss man eben für beide machen. Sie könnten sich ja vorstellen, Sie machen erst das und dann zusätzlich noch die Transformation der zweiten Variablen. Und dann kommen Sie auf P1 V1, das hängt dann aber ab von P1 und P2, plus P2 V2 hängt ab von P1 und P2, minus L von V1 hängt ab von P1 und P2, Komma V2 hängt ab von P1 und P2. Da haben Sie jetzt alle Variablen Legendre transformiert. Und es ist klar, wenn Sie jetzt eine Funktion von drei Variablen hätten, ging das genauso und dann gäbe es eben 2 hoch 3 minus 1, also 7. 7 verschiedene Legendre-Transformationen, die Sie machen könnten. Und die Frage ist ja, welche machen Sie denn jetzt? Es kommt ganz auf Ihr Problem an. Ja? Und dann gebe ich Ihnen noch einen kurzen Ausblick. Also das ist alles, was zu Legendre-Transformationen zu sagen ist, zumindest in dieser, auf diesem Niveau. Ja, das ist es. Das ist ihre Bedeutung haben wir rausgetüftelt, so über den Kopf streicheln, ja, dadurch die Form bestimmen, durch die Einhüllenden. Ja, okay. So, das ist der sechstens Ausblick. Das ist natürlich Ausblick auf die nächste Vorlesung. Hamiltonian oder Hamilton-Funktion als Legendre-Transformierte der Lagrange-Funktion. So. Und entgegen unserer üblichen Usancen mache ich das mal gleich in einer Karte. Denn in einer Karte können wir natürlich sofort anwenden, was wir hier wissen. Sie wissen ja, dass die Lagrange-Funktion in der Karte, von mir aus sogar schon mit Zwangsbedingungen, weiß der Kuckuck was, ist eine Abbildung vom R hoch 2f
in die reellen Zahlen. Also es mag jetzt die Lagrange-Funktion eines Systems mit Zwangsbedingungen tralala sein, aber in der Karte mit Karte Omega ist das eine Abbildung vom R2F in den R. Richtig? Und ja gut, wenn wir jetzt irgendwelche Karteneinträge haben, Alpha 1 bis Alpha F und Beta 1 bis Beta F, dann werden die eben abgebildet auf L Omega von Alpha 1 bis Alpha F, Beta 1 bis Beta F. Das heißt, wir haben hier eine Funktion von 2F-Variablen. Und es gefällt uns eben, jetzt hier nicht alle Ableitungen nach allen Komponenten zu machen, sondern es gefällt uns eben, den Wumms zu definieren oder eben den kanonischen Impuls, den Impuls-Kovektor oder noch besser die Impuls-Kovektor-Komponenten oder noch besser die Impuls-Kovektor-Komponenten bezüglich der Karte Omega. Und weil das ein langes Wort ist, definieren wir einfach nur P unten klein i, ist definiert als die Ableitung von diesem L Omega nach der F plus i-ten Komponente und das Ganze natürlich wieder ausgewertet bei all diesen Alphas und Betas. Ich schreibe die jetzt aber nur noch als Sammelbegriff Alpha und Beta dahin. Das sind alle Alphas und alle Betas. Okay? Das sind unsere P's, aber weil ich hier schon die F plus i-te Ableitung nehme und das ganze Ding nur zwei F-Viele hat, kann das i nur von 1 bis f laufen. Warum definiere ich diese Größen? Warum definiere ich noch weitere P's, die die früheren Ableitungen enthalten? Antwort, weil ich das in der Mechanik nicht will und nicht brauche. Gut, Punkt. Also, das. Und ja, und dann definieren wir ganz einfach, Sie sehen, das sind Ableitungen, die habe ich da auch alle stehen. Das heißt, wir definieren jetzt die Hamilton-Funktion in Koordinaten oder in der Karte. Und dieses Omega war ja eine Karte auf dem Zwangsraum, na, das ist noch nicht die Karte auf dem Geschwindigkeitsphasenraum und deswegen können wir hier das H können wir auch mit dieser Karte auf diese Karte beziehen. Wie das genau geht, zeige ich Ihnen das nächste Mal. Aber was Sie technisch ausrechnen müssen, Sie sagen einfach H Omega von Alpha 1 bis Alpha F. Aha, Sie machen also gar nichts. Das heißt, Sie wollen hier das H nein, F mal. Und dann ja, auch F mal. Ja, das ist diese Geschichte. Und dann geben Sie denen da hinten in Gottes Namen die Namen P1 bis PF. P1 bis PF. Und naja, weil das die Legendre-transformierte ja ist, müssen Sie nur da unten hingucken, wie die definiert ist. Die ist natürlich gegeben dann als PI. Ich lasse jetzt immer mal die Abhängigkeiten weg. Pi mal die Geschwindigkeit hier, aber das, ja gut, ich kann es nicht weglassen. Pi mal Vi von all den Alphas und all den Ps. Und hierüber ist einfach eine Summe. Sie sehen, hier haben Sie auch eine Summe über das erste und über das zweite. Und wenn das i hier von 1 bis f läuft, habe ich hier einfach Summationskonvention minus L von. Da schreiben Sie vorne wieder alle Alphas hin, Alpha 1 bis Alpha F. Aber hier hinten ersetzen Sie das durch die P1 von allen Alphas und Ps. Moment, das sind ja nur noch die von allen Alphas und den anderen Ps bis PF von den Alphas und den Ps. Genau, bitte. Bitte nochmal. Hier? Ja? Nee, aber das sind ja schon die Vs. Also, okay.
Die Faust, Beta, die sollten Beta heißen, Entschuldigung. Beta, so jetzt, das ist besser. Die sollten Beta heißen, denn das sind ja die Umformungen hier von denen hier. Ist klar, ne? Und das sind dann nämlich die schon hier hinten als die zweite Hälfte benannt sind. Das war ihr Problem, ne? Dass ich da zu früh scheinbar angefangen habe zu zählen. Aber ich habe ja gar nicht gesagt, was das war. Vielen Dank, super, ja, genau. Das ist dieses Ding. Und diese Formel, okay, die habe ich jetzt wirklich dahingeschmiert, tut mir leid, aber die kommt nächstes Mal nochmal ausführlich und vom abstrakteren Standpunkt, das ist ja nur das Kartenbild, aber das ist das, was Sie in der Klausur tun müssen. Also ich sage, stellen Sie die Lagrange-Funktion für dieses und jenes System auf und tun Sie dies und tun Sie jenes und dann kommt als letzte Teilaufgabe, kommt noch, ermitteln Sie die Hamilton-Funktion, die zu dieser Lagrange-Funktion gehört und dann tun Sie einfach das in der Karte. Ja? Ja? Ja, ist richtig, Entschuldigung. Klar. Okay, also hier steht ein Beta. Hier steht ein Beta. Und hier stehen natürlich die Alphas und die Betas, denn so war es ja hergeleitet worden von der Ableitung. Vielen Dank. Genau. Und die Betas hängen ja ab von den Alphas und den Ps. So setzen Sie es ein. Okay, wunderbar. Dann bis zum nächsten Dienstag. Nein, bis Montag. Montag 8 Uhr, Hörsaal HF.